Servus, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, wir haben mittlerweile den 21. April, es ist Freitag. Ja, die Zeit rennt wie Sau. Die letzte Zeit ist viel passiert. Der A und der andere war es. Und Emma ist leider gestorben. Wer jetzt nicht weiß, wer ist die Emma? Das war ohne Esel, ja, fast 25 Jahre alt, ist er am Ostermontag oder in der Nacht vom Ostersonntag auf Ostermontag plötzlich verstorben. Die hat eine Woche vorher eine Kolik gehabt, da war der Tierarzt da zweimal da, dann war aber alles wieder gut, dann hat man auch nichts mehr gesehen und ja, die Wochen später dann, Ostersonntagabend sozusagen ganz normal die Gasen geeichert gehabt, hat noch Gras und Heu gefressen gehabt und ja, man hat eigentlich nichts erwartet, dass irgendwas wäre. Aber es hat sich dann leider so ergeben, dass er halt am Ostermontag dann tot im Stall drin gelegen war. Ja, schwerer Schicksalsschlag. Es fällt ein Familienmitglied, wir haben sie damals gekriegt. Die ist am 28. Juli geboren und wir haben sie kurz vor Weihnachten 98 gekriegt. Die war ja, knapp ein halbes Jahr alt, ist damals zu den Zwergziegen gekommen. Das war eine, ja, also für uns Kinder das erste Großvieh, wenn du so willst. Und ja, wir sind damit aufgewachsen. Die war ein Familienmitglied, die hat eine Norma gehabt. Die hat bei uns gewohnt, der ist es gut gegangen. Die hat sich bei uns wohlgefühlt, hat alles gepasst. Damals waren noch Zwergziegen da. Die Zwergziegen sind aber dann nachher noch gestorben. Dann haben wir damals den Maggie und dann Molly geholt, das war schwarze Gasbock. Die waren alle zwei dann kastriert. Plus der A ist auch gestorben, dann haben wir nur noch den Maggie gehabt. 2016 ist ja dann der Jockel mit hergekommen. Ja, und der Emma, die war ein Esel, die hat sich ja mit anderer Esel überhaupt nicht identifizieren können. Die ist aufgewachsen und ja. Die ist halt damals dann zu den Ziegen gekommen, der Züchter, von dem ist er gehabt, eine gute Bekannte, lebt leider auch nicht mehr. Da ist schon ein paar Jahre gestorben. Der hat dann damals sich noch in den Arsch gebissen, weil der hat es uns versprochen, da war er noch gar nicht geboren. Da war die Eselstute damals, war tragend. Und da hat er uns schon versprochen, das Esala, was da kommt, wenn es weiblich ist, kriegen wir. Naja. Hat er abends und damals am 28. Juli 98 angerufen. Die ist geboren. Wir können auch so angucken, am nächsten Tag waren wir dort, haben sie angeschaut und der hat sich in den Arsch gebissen, weil er es auch gesehen hat, weil die ja so schöne Zeichnung gehabt hat. Naja, und dann wollte sie ja auch mal decken lassen bei uns. Und, oder er wollte ja, dass wir sie auch mal decken. Und das sollten wir sagen, über zu ihm da. Die ist auf keinen Hänger nicht draufgegangen. Dann wollte er einen Eselhengst daher da, dass wir es da mal machen. Ja, den Eselhengst hat sie verbissen und mir die Haxen dann richtig verschlagen. Die hat sich nicht als Esel identifiziert, die war halt, ja, eine Ziege. Die hat sich mit den Ziegen verstanden, die hat die Ohren angelegt, den Kopf immer gesenkt und hat, wenn die Ziegen quasi gestoßen haben, auch immer so gestoßen. Und wenn ihr irgendwas zu blöd geworden ist oder wenn sie mit den Gasen dann ein wenig Eicher gehabt hat, hat sie sie hinten im Knie gepackt und hat sie halt in den nächsten Zaun reingehaut. Ja, wie gesagt, sowas gibt es nicht mehr. Die war einmalig und das war ja doch schon ein schwerer Schlag. Ja, unter anderem ist dann auch noch musste mal Katze einschläfen von meiner Schwester. Dann vor der Mutter ist noch ein Zwergkaninchen gestorben. Der Hamster von meiner Schwester ist gestorben. Also momentan, das ist die letzte Zeit passiert, keine Ahnung. Dort alles Chaos drunter und drüber, hier und her und. Naja, wie dem auch sei, das Leben geht weiter, wir können auch nichts machen. Wir haben sie halt dann für den ja, TBN Walzdorf abholen lassen, weil ein Esel darfst du da nicht beerdigen, die waren ja wie andere Großviecher abgeholt und ja, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, ist halt einfach so. Ja, Kapitel abgeschlossen. Es sind jetzt dann nur noch die zwei Ziegen, die zwei Kühe und der Stier. Also der Ludwig, Röller, Adele.
Und Maggie und Joggel, die sind noch da. Beim Joggel, ja gut, kommen dann mit der Kloe. Beim Maggie muss man ein wenig schauen, weil der war halt nur mit der Emma zusammen eigentlich. Der hat sich bei ihr in Sicherheit gewähnt und konnte sich bei ihr retten. Fehlt halt jetzt, aber ich glaube, er macht sich ganz gut, er kommt ganz gut zurecht. Ja, na gut, wie gesagt, das ist dieses Kapitel. Ansonsten, die letzte Zeit ist dann, da wird hier noch viel passiert. Wir haben am Ostermontag abends dann, wie gesagt, das Leben geht ja weiter. Du kannst dann nicht sagen, du lässt es dann alles stehen liegen. Aber wenn wir unter dem Viech irgendwo, ja, da haben wir dann noch gesehen, draußen im Betzberg, das ist am Samstag, am K-Samstag haben sie es geärgert. Da waren wir vorher draußen, also mein Vater hat geärgert mit einem Kronepfluch. Und am Ostersonntag hat er es dann gedrillt gehabt, also mit der Notet und vorne dran die Kreiselecken, genauso in dem Gespann. Ist in den Boden reingekommen. Ja. Nun gut, das habe ich nicht gefilmt. Da an dem Tag wollen wir einfach nicht noch filmen, ist klar. Es ist in der Zwischenzeit auch weitergegangen. Wir haben halt noch die, also ich habe die Äpfel weitergegroben. Es sind jetzt wieder 4 Reihen raus, das habe ich heute noch gemacht. Es war ja ansonsten wieder nass. Ich war jetzt am Boot auch krank. Also die Woche habe ich Magen-Darm-Virus noch eingefangen. Wird jetzt sehr laut hier geschrien, ist ja eh klar. Ja, naja, und jetzt, das Wetter passt ja aktuell gerade. Jetzt haben wir halt Freitag gehabt, gestern war schon relativ schönes Wetter, heute war es auch schön. Und ja, dann haben wir halt entschieden, jetzt kehrt eigentlich dann, ich habe heute Äpfel gegrumpft, 4 Reihen, dann haben wir entschieden, eigentlich kehrt das Wochenende noch genutzt. Es kehrt auf jeden Fall, haben wir geschaut, dass wir das Feld unten agiert, wo der Haben noch soll. Ich muss schauen, dass ich mit den Äpfeln so weit wie möglich komme. Mehr wie 4 Reihen habe ich nicht geschafft, weil heute auch ein TÜV-Termin war. Der kleine Krame war dran und hinten der Eiche. 11 PS Eiche, Hutgetriebe glaube ich drin. Was ist denn genauer Typ nicht? Auf jeden Fall, wir haben TÜV gehabt und ja, der kleine Krame war dran. Anstandslos, wie immer. Mann, wo ist er fertig? Der Bulldog ist gepflegt. Deswegen war da auch keine Zeit und dann, wir haben ja gesagt, wir wollen agern. Jetzt war die Stelle, wo wir geagert haben, da war ja noch vor dem Kliegras gestanden. Also Gras ja, Klee siehst du da fast nicht mehr. Dafür Haufen Löwenzahn. Disteln sind ziemlich weg. Jetzt haben wir gesagt, da soll der Haben rein. Jetzt war das Gras aber schon ja, 20, 25 cm hoch. Ich habe gedacht, naja, mein Siloballen ist fast leer. Eigentlich gehört jetzt der Glabuldogi nochmal, der Ladewagen noch, und dann gehört gemäht. Da habe ich gedacht, ach naja, die Flächen, so hoch ist das nicht. Das gibt ja nicht viel. Mein kleinen 15er rauf, die Schleuder runter gemacht, den Ladewagen noch, Nunde angefangen. Müssen Balken ist wieder schön sauber und blank. Ladewagen sind wir wieder schön durchgelaufen, abgefährt vorher noch, Reifenluftdruck geprüft. Alles prima. Habe auf jeden Fall da unten schön gemäht. Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe. Bei der 5. Reihe habe ich schon gemerkt, wie ich den Beichen auf wollte. Ups, jetzt war der aber vorne irgendwie ein wenig leicht. Dann hat er ein wenig Männler gemacht. Naja, den Kratzbuden dann doch einmal ein wenig laufen lassen, ein wenig hinter laufen lassen, war schon wieder besser. Habe ich die 5. Reihe gemäht und die 6. Reihe war schon gemäht quasi, weil ich mähe ja quasi abbauen und lade ja gleichzeitig. Und das habe ich halt so gemacht und dann die 6. war schon gelegen und dann schaue ich so. Vom Bulldog abgestiegen, Ladewagen angeschaut, jetzt wurde er bündig bis oben Kanten Holzbrede geladen. Denke ich so, ach du Shit, das wird nix. Naja, ich habe die letzte Reihe aufgeladen, bin heimgefahren, ich habe es abgebrochen dann. Den Rest, ja, das hätte nur so am Berg gehen. Ich meine, das ist viel zu viel groß jetzt, ne? Die Hälfte war ich auf dem Mies da oben. Wir wollten es halt zumindest an Teil davor retten, dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist schon. So, der Rest vom Siloballen ist gleich leer. Großhaufen. Großhaufen, 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 Großhaufen. Der geht bis da rauf. Und das ist ja das erste Groß für das Jahr, was er kriegt, weil
der Koppel steht noch nicht ganz so viel, seht ihr? Also die oberen Sparflächen habe ich schon abgeschleppt gehabt. Die unteren habe ich nicht abgeschleppt. Da habe ich jetzt keine. Ach, schau her. Adele und Ludwig. Hey! Psst! Jetzt war. Hey, Maggie. Die habe ich abgeschleppt, die unteren, ne? Da wohnen sie eigentlich nicht. Und das, da sind sie auch noch drauf. Ich habe sie extra noch nicht aufgelassen, dann fressen sie das andere Kohl und dann ist ja gar nichts mehr da. Das Schlammloch obligatorisch, weil es so nass ist. Die Flächen und Aufwasser halt laufen, schaut halt genauso aus. Da ist ja auch was geplant. Ja. Na, jetzt habe ich auf jeden Fall das frischer groß. Jetzt kann ich ihnen natürlich nicht gleich solche Riesenladungen rein da, weil die platzen mir ja. Das verdrungen die jetzt auf Anschub da nicht. Man, die haben zwar immer Silo gekriegt, aber ein richtig frisch junges Groß aus dem Frühjahr ist schon gehaltvoll. Also müssen wir halt ein wenig langsam da und was davon übrig bleibt, das geht halt auf den Misthaufen. Schade. Ja, der Rest, wo noch gestanden war, in der Fläche, wo geackert werden sollte, ist halt jetzt mit rumgebrochen. Mehr schlechter als recht, weil das Zeich ist halt relativ lang und irgendwie kriegst du es halt dann doch nicht sauber in einen Boden. Ist aber wurscht, geht eh mit der Kreiselecken drüber und letztes Jahr hat es ja auch funktioniert. Ich habe letztes Jahr mit dem kleinen Eichepflug geackert und ja, hat ja auch funktioniert. Also, es war schon geh. Recht feucht war es, mit dem Fluch sauber gemacht. Deswegen steht die Robin noch da. Das ist der ganze Dreck drin auf dem Fluch. Hat alles ausgeschaut wie Sau. Hilft nichts, der Boden ist feucht. Also, heuer ist. Ich habe, wie wir den Horst beerdigt haben. Weil der ist im Garten begraben. Da habe ich ein Loch gebottelt. Ab 50 cm hat das Wasser aus dem Lahm herausgedruckt. Ja, gedacht, heuer ist nass. Ja, die letzten Jahre, wenn du auf 50 cm reingekommen bist, dann hättest du bald Sprengstoff gebraucht, weil der Lahm so dermaßen wie Beton war. Und heuer ist es so dermaßen wach, du stiegst da rein und dann drückt es richtig das Wasser aus dem Dreck raus. Also, das ist Irrsinn. Naja. Ist halt so. Wie gesagt, ja, ist halt alles ein wenig feucht heuer. Das muss ich nun unter aufs Feld tun. Ja, der Vater hat jetzt gleich das Apfelbeet mit rausgeagert. Das heißt, auch da davon kommt wieder kein Video. Ist halt leider so. Ich wollte eigentlich mit meinen Eichepfluchen und mit dem großen Kramer agern. Aber ja, wie gesagt, man muss das Wetter nutzen. Es soll ab Sonntag schon wieder regnen und dann voraussichtlich ewig. Du musst ja jetzt gucken, wie du irgendwie zurechtkommst. Das heißt, es bleibt jetzt so liegen, wie es ist. Einmal rumgedreht. Jetzt kann quasi das, was drauf war, ein bisschen verrotten. Und noch ein bisschen hier, dann fräsen eine großen Krame. Einmal durchfräsen, schön fein. Und dann bei Gelegenheit halt reinstecken. Ist halt einfach so. Was willst du machen? Genau, wir fahren nochmal die Robin runter, dann können wir ja mal einen kurzen Überflug machen, bevor es ganz dunkel ist. Also, mit der Kamera anschwenkt. Überflug, ich habe keine Drohne jetzt dabei. Wir sehen uns gleich. So, wir sind jetzt da unten, wo das Apfelbeet nachkommt, und zwar da oben. Bei der Jochthal. Ich hoffe, man erkennt auf der Kamera noch was, also auf dem Display. Es ist schon relativ dunkel. Ja, das sind, ich glaube, 40 oder 50 Meter hinten bis zu der Hall. Und 20 oder 25 Meter runter. Irgendwie so den Dreh. Ich habe bestellt Äpfel bei der Baywa. Ich habe es bald auf dem Arsch gehauen, also hier sind sie richtig da. Du kannst die fertigen Äpfel bald kaufen, brauchst schon keiner mehr selber anbauen bei dem Preis. 1,5 Cent eine Gala, 162,50 Euro plus die Steuer. Und 1,5 Cent eine Afra, weil andere habe ich leider nicht gekriegt. Ich wollte eigentlich wieder die Lilly und die Annabelle, aber haben sie auch nicht gehabt. Ja, 160,50 Euro plus die Steuer. Pff, oh ja, du leckst mich am Arsch. Naja, was willst du machen? Hilft nichts. Ist so. Wie gesagt, die sollen dann da rein. Sieht man so. Das ist das Apfelbeet. Ja, mit dem Mähdrescher wird es dann wegen England da raus, aber das wird schon irgendwie. Das nächste ist, da oben kommt dann noch Holz noch. Das wird ganz spannend, weil 6 Meter Holz dort. Ob man es da dann noch aufkriegt, aber. Das lasse ich einmal meinen Vater gehen. Das war's ja schon. Weil wir haben einen Haufen Holz noch zu holen. Die sind, glaube ich, gerade unterwegs mit einem Lastwagen und einem Tieflader. Mal schauen, was er für einen Bringer, weil ein wenig ins Gespräch war. Ich habe einen Bekannten, der hat einen Abroller. Mit einem 25 Kubik-Container, so die größte.
und eine Tieflade, wo eine Radlade drauf passt. Tieflade stimmt eigentlich nicht, das ist eine Mittellade, das ist so ein Tandem. Also kein mit Drehschemel vorne drin. Ja, mal gucken, was mir jetzt dann, oder was er holt, oder wie er holt, weil es welche Fahrerkartengänger ist, weil mein Fahrer keine Fahrerkarten hat. Der darf zwar LKW fahren, aber der hat halt keine Fahrerkarten, weil er ja kein LKW-Fahrer ist. Aber mal schauen. Das war der schon irgendwie Mitbringer, nicht Mitbringer. Die werden ja dann demnächst hoffentlich wieder auftauchen. Die sind jetzt seit ca. 20 Minuten unterwegs. Dann unter Bramsa etwa eine Viertelstunde und wieder rauf. Ja. Vielleicht nur mit festgequatscht oder so. Sieht man schon. Genau. Naja, also wie gesagt, das ist das Apfelbeet. Soll da her. Und da oben an die Jochthall soll ein Holz gelagert werden. Also so in dem Verlauf, wenn das so seht, an die Hall noch. Und drüber, da war schon mal gelegen, aber da sollen 6 Meter Stämme dabei sein, also ich bin gespannt. Schauen wir halt einmal. Da unten seht ihr, wo geagert ist. Ich laufe jetzt nicht bis runter, weil dafür will ich den ganzen Berg hinauf. Das ist schon ein ganzer Ecken. Das ist auch, ich glaube, 20 oder 22 Meter breit. Schaut gar nicht so aus von da. Da soll der Haben rein und es geht eigentlich in Verlängerung bis vor. Problem ist, davon sind jetzt noch die 8 Reihen Erbsen drin. Die sind halt noch nicht raus. Wie gesagt, zerteilen kann ich mich nicht. Ich mache das allein mit Schleuder rausgehoben und dann gepuckt und zack, zack, zack in den Arme und wieder in den Zug und wieder rein und rauf. Und ich befrühe jetzt wenigstens die mehlig kochenden raus. Und Araya vor die festkochenden habe ich am Ostersonntag. Genau. Am Karfreitag habe ich Araya mehlig kochen damit hin rausgegroben und am Ostersonntag habe ich Araya festkochen damit hin rausgegroben. Weil da war das Wetter eigentlich im Osten, ich gedacht, das muss da nutzen. Naja, halt ohne Bulldog. Händisch, weil war schon Feiertag und so und Karfreitag, das muss nicht sein, dass man dann mit dem Bulldog rumschwirrt. Es gibt zwar welche, die machen das, aber so heilig ist mir der Feiertag dann schon. Auf jeden Fall, die sollen dann auch raus und das soll dann eigentlich auch noch ein Haben. Ne? Jetzt muss ich auch mal schauen, wie ich es morgen schaffe. Der Vorrat hat was gesagt, früh will ich schauen, dass er ein Haben reingedrückt kriegt. Ich gehe jetzt gleich hinauf, ich schaue mal, dass ich die Sämaschine abdrehe. Wir wollten 225 Kerne auf dem Quadratmeter in etwa. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wie gesagt. Und der Haben, den wir noch haben, das ist Nackthafe. Das hat der Marco Polo, habe ich mir auch dabei war bestellt. Ich wollte da mal einen anderen, nicht den normalen, sondern nochmal was anderes. Weil die Mutter hat sich für die Küchenmaschine so eine Flockenmühle gekauft, dass man Haferflocken selber machen kann. Es funktioniert soweit auch ganz gut, aber mit dem normalen Haben halt nicht, weil der hat einen Spelz. Deswegen auch mal eine Nackthafe. Gibt es halt eine Nackthafe nur in Bio-Qualität. Kostet halt auch 66 Euro die 20. Lang auf ein halbes Hektar. Gut, so viel habe ich nicht, aber ist ja was den Rest. Bio-Qualität, ungebeizt, kostet zu essen, wenn du willst. Also ich kann auch die Hühner geben. Ist nicht schlimm. Warte, wann? Gucken wir mal. Jetzt gehe ich wieder rauf, ramm die Roben auf und dann sehen wir uns die Sämaschine wieder. So, zurück in der Hallweite der Sämaschine. Zum MB-Truck gibt es noch eine Kleinigkeitssaison. Ja, heute wurde erst eine Probelauf vom Motor. Der Motor ist soweit fertig. Wird noch grundiert und lackiert. Und dann kann er mit haben. Der ist soweit fertig. Ich schaue mal, ob ich das Video mit Anhänger kann. Dann kriegt ihr das da auch. Ansonsten die bei, ja, bei Facebook in der MB-Truck-Gruppe drin haben schon gesehen. Die bei WhatsApp in der MB-Truck-Gruppe haben es gesehen. Und die in meiner eigenen WhatsApp-Gruppe haben es schon gesehen. Ja. Genau. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall soweit gemacht. Als nächstes geht es im Getriebe weiter. Das wird allerdings bei einem Bekannten von meinem Vater gemacht, weil das macht er. Da darf mein Vater quasi als Stift zugucken. Da hat er gar nichts zu melden. Ist halt so. Das ist der Deal. Dann kriegen wir ein Getriebe. Und ja, ansonsten Federspeicher ist schon einiges dran passiert. Die sind wieder hergerichtet. Einspritzpumpen ist wieder gemacht. Turbo. Ja, es gehört eigentlich ein neues Gehäuse her, aber es wird erst einmal funktionieren, wenn man mal einen guten Turbo kriegt, dann kommt der andere Turbo drauf. Ansonsten jetzt ist halt erst einmal der Alter wieder drauf, mit dem alten Gehäuse. Ein OBS werde vielleicht einbüßen. Ist halt so. Wir wollten eigentlich ein neues abgasseitiges Gehäuse. Das ist ein Gussgehäuse.
Aber entweder du kriegst das Gussgehäuse, original Mercedes, kriegst da teilweise, kostet aber 900 Euro. Dann stehen auch im Internet Austauschturbo drin. Garrett, also Erstausrüsterqualität quasi. Soweit mir das jetzt bekannt ist. Falls ich Quatsch sage, Entschuldigung. Kriegst du ja auch. Kosten aber, naja, oder sagen wir so, was heißt Kosten aber? Die kosten um die 650 bis 800 Euro. Plus Pfand für Tauschteil, beziehungsweise du schickst dein Tauschteil ein. Also kostet er 800. Wäre ja in Ordnung gewesen, hätten wir einen alten weg. Problem ist, kriegst du nirgendwo, hat keine. Ja, und du kriegst sie auch nagelneu. Und dann gingen sie halt so bei 1500 Euro aufwärts an und da hat er vorher gesagt, nö, das ist, eigentlich ist er ja nicht schlecht. Und wir haben einen, der wurde den Turbo überhundert. Da hat er eine Firma unten bei Burkusch, die überholen das Zeug und ja. Dem hat er es einmal untergebracht, der hat sich so angeschaut und gesagt, naja, wascht halt ein paar PS einbüßen durch das schlechtere Gehäuse, aber ja, laufen tut er. Du hast halt 5 bis 10 PS weniger, mal gucken. Also jedenfalls nichts Drastisches. Ist auf jeden Fall gemacht. Turbo ist wieder drinnen. Im Video, ich hänge das jetzt da mal an, müssten wir es eigentlich auch ganz gut den Sound hören. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Oder vielleicht habe ich sogar zwei angehängt. Das habt ihr dann gesehen. Was ist ansonsten noch passiert? Sauerei gemacht. Ich muss den Sock da oben raus. Die Einspritzpumpen wollte ich machen. Der hat eigentlich nichts gefällt. Da war kein Wasser drin. Die war tatsächlich sauber. Die Elemente noch tipptopp. Neuwertig. Der Truck hat auf dem Dacho drauf, 3600 Betriebsstunden. Und auch der, wo die Pumpen überholt hat, die Firma, die haben auch gesagt, also die fast neuwertig, der hat ja nichts gemacht. Die 3600 Stunden sind definitiv plausibel bei dem Truck. Also der hat wirklich in seinem Leben nicht viel gesehen, das hat man im Motor auch gesehen, Nockenwellen und das war alles regelrecht neuwertig, der hat noch nichts geerbt. Quasi wie ohne IHC halt da, hat auch noch nichts weiter geerbt. Wenig. Was ein wenig eine Besonderheit war, die Einspritzpumpen war auf 55 PS eingestellt und nur 1600 Umdrehungen. Der hat ja original 86 PS, warum der auf 55 eingestellt war? Vielleicht ist er extra so bestellt worden, weil der ist ja für die Kommunale in Hannover gelaufen. Vielleicht haben die den so bestellt mit dem Mulcher hinten drauf, vielleicht haben sie auch die Drehzahl gebraucht oder was. Man weiß es nicht, auf jeden Fall wurde er so eingestellt.
Ist halt so. Jetzt ist er wieder so eingestellt, um die 86 bis 90 PS. Das sollte passen. Genau. Ja, ich red viel, ihr seht wenig. Da ist meine Nackthafe. Wie gesagt, das ist Marco Polo. So schimpft sich der. So schaut der aus. Das ist wie gesagt Bio-Qualität. Der kommt, glaube ich, aus der Tschechei. Der wird bei uns scheinbar nicht angebaut. Das ist die Sorte gut. Ja, vielleicht hat den bei euch ja irgendjemand schon mal angebaut. Ich habe mir den einmal bestellt, wie gesagt, ich wollte mal was probieren. Meine andere haben vor letzten Jahr, das war ja der, den ich einmal vor einem Bekannten gekriegt habe. Den habe ich ja immer wieder durchgezogen und quasi wieder, was der Fox sieht. Und ja, es funktioniert schon, aber da ist halt teilweise Unkrautsamer drin. Und wenn du den jetzt noch einmal gesehen hättest, ohne zu putzen, naja, irgendwann machst du halt mehr Unkrautvermehrung, als dass du dann Haben abbaust. Macht wenig Sinn, deswegen habe ich gedacht, ich mache einmal was anderes. Ich hätte entweder einen normalen genommen, aber dann habe ich gedacht, Mensch, wenn es der Haferflocken aus will, machen wir erst. Und den können ich auch so die Viecher geben, wenn ich wolle, den fressen sie auch so. Der geht auch schön durch die Schrotmühle, weil halt kein Spelz hat. Da war die Schrotmühle nicht so warm. Also die war halt beim normalen Haben relativ warm, da hat es zu kämpfen. Und das ist ja wie war's. Also von der Qualität her, von der Größe, die kann da relativ klar. Es ist bald wie war's. Das soll nicht wesentlich leichter durchgehen. Ich bin gespannt. Schmecken tut's gut? Ja, habe ich schon gegessen. Probiert. Bin ich gespannt, ob das was wird. Wie gesagt, das ist alles heuer ein bisschen eilig und ein wenig hektisch, weil ja, es ist jetzt gerade drucken und morgen vielleicht auch noch mal. Da wollen sie aber Holz auch machen. Und am Sonntag soll schon wieder regnen. Du musst ein bisschen rotieren heuer. Du musst da heuer so richtig, ja, hektisch ein wenig fast deine Arbeit abspuren. Stückeln, wie du willst. Weil das habe ich schon gemerkt. Wiesen abschleppen, das habe ich da am grünen Donnerstag und ja, grünen Donnerstag gemacht und den Mittwochabend vorher. Da war ich ja schnell zum Abschleppen. Die Wiesen waren schon noch ganz schön feucht. Also die unten am Bahngleis, da hat es ja gespritzt gehabt. Ich habe keine Furchen reingezogen, aber da war schon relativ, ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil es hat dann gleich wieder gerenkt. Also ich war da mit einer der Ersten, heute ist eine gefahren, eine von unserer Bauern da aus dem Ort. Der hat die Gruserarten dran gehabt, ja, die müssen halt alle schauen. Und die Bulldog, wenn du siehst, wie sie ausschauen, also es ist nass. Es ist nicht schön. Und es soll ja so weitergehen bis in Mai. Es soll ja, ich glaube am 21. Mai oder was haben sie gemeldet, soll es auf 1000 Meter noch einmal Schnee geben, oder bis 1000 Meter. Das ist schon spannend heute. Also wenn das ein feuchtes Jahr wird, ich meine, gut, böse bin ich nicht drum, die Natur braucht es. Aber es ist halt saumäßig hektisch, wenn du was fertig machen willst. Wenn du einmal sagst, ja, du möchtest da mal deine Getrau anbauen. Scheiße, ich komme nicht rein, es regnet, du guckst aus dem Fenster, ah, das pisst schon wieder, ah, das pisst schon wieder. Irgendwann, da kriegst du auch so ein Holz. Gut, ist halt so. Deswegen, wie gesagt, wir nutzen jetzt die Gelegenheit, so lange wie es geht. Drücken das jetzt rein. Deswegen, ich möchte mich an der Stelle noch einmal entschuldigen, dass jetzt vom Agent nichts gezeigt wurde. Ich habe vorhin meiner Schweine noch eingesperrt. In der Zeit hat er vorher schnell geagert gehabt. Ich mache mit dem Kronepflug mit 1,20 Meter. Das ist ruckzuck gemacht. Der hat unten angefangen gehabt vom Düftermin. Hat er schnell das Äpfelbeet gemacht. Und wie ich die Schweine eingesperrt habe, hat er halt den Rest unten geagert. Also hinter die Äpfel. Die Äpfel vorne sind noch drin. Und da, wenn ich mit der Schleuder durch bin, da kannst du direkt rein sehen, als er wascht. Das ist halt alles so ein bisschen hektisch und heckmeck und überhaupt und ach, ich sage mal so, jeder, der aus der Landwirtschaft kommt und ein bisschen so das Wetter hat wie mir da, der weiß ja, was aktuell abgeht und der ist froh um jeden schönen Tag, wo er was machen kann. Na gut, jetzt habe ich einmal schnell den Sock raus und dann drehen wir mal die Maschine ab und schauen wir mal, was passiert. So, der Sock ist raus. Wer fragt, warum ich so blöd war und habe den überhaupt da reingeschmissen? Ja, ich habe halt gedacht, die schmeißen da irgendwo rein, dann ist er nicht im Weg. Ja, ist halt so. Passiert. Ich habe die Sämaschine, die Schuhe, die Sehrohe vorgeklappt. Die waren
da ausgehängt. Das hängt ja normalerweise da drinnen. Die Seerohr nach vorne geschoben. Dann kann man das Blech da reinmachen, die Wanne. Wir haben jetzt da 1 Meter ausgemessen vor die Seerohr. Also was da liegt, das ist die Gaschen, die wo noch war. Das war noch ein wenig gebröselt da oben drauf. Seht ihr das? Das kommt von da. Ich habe den Meter da ausgemessen. Ich brauche jetzt mit meinem Radumfang eine halbe Umdrehung. Und dann sollte ich so um die 225 Kanne haben. Die muss ich halt dann da in der Wanne auszählen. Und dann sehe ich ja, da muss ich eventuell weiter zumachen oder weiter aufmachen. Oder je nachdem, wie gesagt, das Saatgut ist relativ klar, weil ich wahrscheinlich noch weiter zumachen müssen. Aber gucken wir halt einmal. Sehen wir schon. Ich habe es ja jetzt schon mal gedreht gehabt, dass überhaupt einmal das Saatgut in die ja, Walzen reinkommt. Das schaut ja da innen so aus. Ich hoffe, man erkennt was. Stoffel da ist getragen rein und läuft dann runter Richtung Seerohr. Und ich habe es jetzt, wie gesagt, schon mal ein wenig durchgedreht. Ich habe es gefüllt bis zu den Meter in etwa, wo ich halt unten die Seerohr habe. Und habe es so weit gedreht, dass schon das Saatgut in der ganzen Standregler da drin ist. Mit der Schneckenlunde befördert wird. Und jetzt kommen sie dann quasi einmal abdrehen. So, vor lauter Rumlaufen und Rumgerupf habe ich jetzt noch ein paar Kannlern reingehaut. Schauen wir, dass das Ding da sauber ist, dass nichts drin ist, dass das Ergebnis nicht verfälscht. Ich bringe das wieder ein. Dann haben wir da einmal ausgemittelt. Wir brauchen eine halbe Umdrehung. Das heißt, ich fange jetzt da an. So wäre die halbe Umdrehung. Passt. Ja, ja. Ist ja recht. Dann machen wir die Wanne raus und dann geht es uns freudig erzählen. Also so vom Gefühl her würde ich sagen, ist es wahrscheinlich noch zu viel. Aber ich fange halt trotzdem einmal an. Ich zähle das einmal schnell durch. Ich schalte die Kamera aber dazu ab, weil das wollte ich nicht sehen. Ja, ich habe das Zählen jetzt abgebrochen. Ich habe die ersten 100 Kannen abgezählt. Das schaut gar nicht so viel aus, aber das sind tatsächlich schon 100 Kannen da. Das sind 100 Kannen. Soll man gar nicht machen. Die habe ich jetzt gezählt. Die sind so klar. Das sind 100 Stück. Plus minus 1. Das heißt, das da sind definitiv mehr wie 225. Also zurück in die Sägemaschine, ein bisschen zustellen, weiter gucken. Dann machen wir erst einmal wieder diesen da. Soll ja von der Menge hier passen. Weil es wo ja jetzt mehr Saatgut drin in die ja, Seestandbrüchen. So, und wieder eine halbe Umdrehung. Gucken wir mal, was jetzt passiert.
Seemaschine aufdrehen. Oh, nee, das ist immer noch zu viel. Das ist schon weniger, aber das ist immer noch. Das sind nur eigentlich ein Kerl. Versuch macht klug. Ja, ist schon besser wie vorhin, aber ist immer noch zu viel. Das Häuferlein sind wieder 100 Kerne. Das ist immer wieder faszinierend. Und das haben wir noch übrig. Das ist definitiv mehr. Das die 100 Kerne, die man jetzt auf den Abstand oder. Das ist viel zu viel. Also, noch weiter zumachen. Einmal wenn ich dann zurück. Seemaschinenabdreher ist lustig. Bei neuerer Seemaschine wird das alles einfacher gehen und unkomplizierter und überhaupt und sowieso. Aber die ist halt nur ein bisschen ein älteres Modell. Den haben wir wieder auf 10 runter, das war schon langsam eng, aber was soll's. Drehen wir es aber auch gut durch. Dass es gleichmäßig kommt und nicht irgendwo noch mehr drin ist. Dann wieder diesen hier. Ja, das ist halt immer so ein wenig Fleißaufgabe, das Abdreher. Es gibt schöneres wie das, aber gut, so ist es halt. So, schauen wir mal, es wird wahrscheinlich zu wenig sein. Beschreiben es aber nicht, das schaut schon aus. Ah! Ah! Schwenige! Was zu wenig so? Haha, knapp daneben ist auch vorbei, das ist jetzt zu wenig. 179 Kerne sind das jetzt. Also müssen wir wieder ein bisschen aufmachen, den Schieber. Passiert. Wie gesagt, das ist ein bisschen fummelig, das Einstellen. Aber wenn man es richtig einstellt, dafür ist es dann sauber. Ich muss den Schieber da quasi jetzt wieder ein wenig verstellen. Zuletzt war er auf 15, das war viel zu viel. Jetzt ist er auf 10, das ist um ja, 50 Kerne zu wenig. Also noch ein bisschen mehr. Machen wir mal. Ich bin gespannt, was er kommt. Na Digi, du kommst gerannt. Was auch das jetzt auch Rolle. So Leute, wir haben mittlerweile Sonntagabend, ich hoffe ihr kennt mich überhaupt noch, dass es schon sehr dunkel ist. Ja, das Abdrehen von der Seemaschine, das war dann so plötzlich beendet. Ich habe die Maschine abgedreht, ist erledigt worden. Allerdings ist dann der Fahrer mit dem LKW und mit dem Mittellader gekommen, den ihr im nächsten Video seht. Weil es ist jetzt momentan alles ein bisschen durcheinander. Ich habe das Abdreher dann abgebrochen gehabt, weil wir dann alles verladen haben und ich muss dann doch mit rein wollt. Ganz ungeplant. Auf jeden Fall, ja,
war halt dann so. Alles ein bisschen improvisiert, umgemodelt, anders gemacht. Und ja, naja, dann waren wir auf jeden Fall am Samstag im Wald. Da war es dann nichts mit Äpfelkram. Ich bin früh um kurz vor 5 Uhr aufgestanden. Hab dann den Stuhl soweit fertig gemacht und um ja, 20 nach 6 Uhr bin ich da fortgefahren aus dem Wald. Ja, die Sämaschine habe ich am Tag vorher abends dann noch abgedreht gehabt. Das war dann schon sau spät, wie ich ins Bett bin. Ich habe dann noch irgendwas vorbereitet. Ich habe. Cool. Wetterleuchte in der Sonne. Auch nicht schlecht. Ich habe Zwiebeln in der Küche und ja, die wurden eine Woche alt am Samstag. Und ja, dann habe ich auch mal gedacht, ich müsse den Käfig vielleicht auch mal ausmisten. Das habe ich dann auch noch gemacht. Auf jeden Fall. Ja, es war dann schon relativ spät. Ich glaube, es war 3:15 Uhr, wo ich ins Bett bin. Um 5 Uhr ist der weggegangen, wieder auf. Uff, der Samstag war hart. Vom Seher ist da nichts gefilmt. Seher hat er vorher am Samstag Spätnachmittag dann noch gemacht, nachdem das Holz alles abgeladen war. Wir waren auf 2 Uhr rum im Wald draußen fertig. Um 2 Uhr waren wir daheim. Ja, um 2 Uhr rum waren wir daheim. Circa. Ja, 3/4 Stunde fahren dann aus mit dem Bulldog. Ich habe Begleitfahrzeug mit dem Auto gemacht, bin hinterher geeiert. Ja, circa 3/4 Stunde vor der draußen rein. Entschuldigung. 3/4 Stunde vor der draußen rein. Ja, auf jeden Fall hat soweit funktioniert. Alles abgeladen. Wie gesagt, das seht ihr dann im nächsten Video. Da zeige ich euch dann, also das mache ich jetzt im Anschluss da noch dann, wenn es wieder hell ist, zeige ich euch dann noch, was wir da genau gesehen haben. Auf jeden Fall das Seher, das haben wir gemacht, der Nackthafen ist im Boden drin. Eingestellt habe ich die Maschinen, ich habe dann die Kerne abgezählt, wir waren bei 268 Kerne auf einem halben Quadratmeter. Ich habe nämlich Quatsch gezählt mit einem Quadratmeter. Ein halber Radumdrehung und 1 Meter Breiten ist ein halber Quadratmeter. So, Radumfang im Ganzen ist nämlich 1 Meter, also halber Quadratmeter. Auf dem Quadratmeter sollen im späten Zeitpunkt gesehen werden ca. 450 Kerne. Gut, mit 268 sind wir jetzt dann ein bisschen drüber. Ein bisschen euch drüber, würde man sagen. Aber ich habe genug Saatgut gehabt, da ist auch noch ewig viel übrig. Also ich habe das eigentlich für ein halbes Hektar gerechnet gehabt. Und ja, naja gut, das sind halt unten bloß, was sind sie? Ich weiß gar nicht, 2000 Quadratmeter vielleicht. Los 3000, so. Das ist auf jeden Fall genug übrig. Ist halt so. Ist recht, da gebe ich das Zeug. Der Haben ist im Boden drin, angewalzt ist er nicht. Das hat dann gestern Abend auch noch drauf gerenkt, weil wir haben gestern Abend tatsächlich Regen gehabt. Und ja, soweit ist es dann passiert. Die Zwiebeln, die ich habe, zeige ich in dem Video jetzt dann auch nicht mehr. Das war, glaube ich, dann auch zu viel. War das zu viel? Schauen wir mal. Nee, machen wir auch nicht mal mit. Das Holzvideo war dann gesondert gemacht. Das kommt dann demnächst. Da muss ich aber auch auf dem Videomaterial auswählen. Ich habe 3 Kameraperspektiven gehabt. Und ich habe die Kamera immer so lang laufen lassen, wie es halt der Akku hergeben hat. Und ja, dementsprechend ist halt da ja, immer so viel Material drauf auf der Sequenz. Es kann schon mal sein, dass es 1 Stunde 50 ist. Ja, das muss dann erst einmal geschnitten werden. War ein bisschen Arbeit, aber das war wann. Genau, das seht ihr auf jeden Fall dann auch demnächst. Ich werde jetzt dann langsam mal Feierabend machen. So, und wer sich jetzt fragt, wo ich eigentlich bin und was ich da mache und was die 1000 Seile da machen und überhaupt, was ich da so ein Blödsinn mache, ich hänge im Kirschbaum. Wieso hänge ich im Kirschbaum? Einfach so aus Spaß und der Freude. Wer mich länger kennt, der weiß, ich habe Höhenangst. Ich komme. Ja, unterschiedlich situationsabhängig, mal auf eine 5 Meter Leiter auf und mal langer mit 3 Meter ist zu viel. Ich kann in Hubarbeitsbühne mal 6 Meter Höhe erben und mal gänger 30 Meter. Das ist ganz unterschiedlich, was ich mache. Was aber immer schon ein Problem war, ist halt längere Zeit oder komplett freihändig zu erben. Ja, und es hat sich jetzt dann so ein wenig ergeben. Ich habe da so ein wenig Kletterausrüstung gekriegt. Und, naja, gut. Das war halt dann auch so etwas, ja, mit Höhenangst und Kletterausrüstung.
Ich habe einen guten Bekannten, der ist Baumkletterer, also Baumpflege. Und von dem habe ich schon einiges gesehen und gelernt. Und dann habe ich mir halt gedacht, na gut, das Zeug soll jetzt da nicht einfach rumliegen. Probier's doch einmal was aus. Ja, jetzt habe ich halt schon so ein paar Anger mal ein wenig bestiegen. Wir haben ja genug da außenrum. Geschweige denn, man kennt auf der Kamera was. 15 Meter habe ich schon geschafft. Das ist aber auch wieder tagesformabhängig. Mal geht mehr, mal geht weniger. Aktuell erbe ich ein wenig im Außenastbereich. Das versuche ich aber erst einmal auf niedriger Bahne. Ich habe einen abgebrochenen Ast in einer Ahn da hinten in die Richtung. Der hängt dort jetzt schon seit 7 Jahren und fällt aber nicht runter, weil er in einem anderen verkahlt ist. Und mein Ziel ist, meine Höhenangst zu mal zu besiegen, dass ich den Ast da quasi über die Seilklettertechnik da aus dem Baum rausbringe. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist so ein wenig ein Gespiel von mir, ein wenig ausprobieren. Wie gesagt, da mal an die Höhenangst erben und ein wenig was ausprobieren. Ja, jetzt habe ich halt im Kaspar mal ein paar Kaputatura S rausgeschnitten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich denke, man wird jetzt nicht mehr viel sehen. Deswegen, ja, an der Stelle sei dann bloß gesagt, ja, ich probiere halt einmal was aus. Falls jemanden interessiert, ich kann gerne mal ein Video machen, kann ich ja mal einen Shot oder irgendwas drehen oder ja, vielleicht für das ganze Hobbyzeug, was ich mache. Vielleicht sollte ich da mal einen Zweitkanal noch machen. Keine Ahnung. Ich mache jetzt auf jeden Fall dann Feierabend. Ich packe jetzt dann zusammen. Geh dann rein, morgen geht's wieder abend. Ja, wie gesagt, also haben es gesehen. Das Holz ist abgeladen, das seht ihr dann im nächsten Video. Da haben wir damit vor, was zu bauen. Das erfahrt ihr dann auch. Nein, ist nicht für die Garage. Garage, das Thema, wird es arbeiten gehen. Haben wir nächste Woche einen Termin bei der Bank. Ja, ist einfach so. Ich kann es sagen an der Stelle, wie es ist. Sowas, das macht man halt nicht einfach einmal aus der Bordokasse. Gut, es gibt Leute, die haben vielleicht zu viel auf der hohen Kanten und machen das aus der Bordokasse. Nö, ich mache das über die Bank. Das ist halt nun mal so. Aber dafür geht man ja erben. Und das Projekt, das ist wie gesagt schon ein wenig länger geplant und ja. Irgendwann muss man es mal in Angriff nehmen. Da wird es auch losgehen. Ich denke mal bis Mitte Mai rum, vielleicht, dass wir mal anfangen mit dem Wegreisen von der alten Garage. Und ja, Holzstoß muss umgeschlicht werden. Eisenhaufen muss noch weg. Und. Also da steht auch noch ein Haufen Arbeit da, bevor es so richtig losgeht. Und dann auspacken. Eischollen, Budenplatten gießen. Kostet auch Wanda ca. 1200 Euro. Lass ich mir im Beton kommen. Ich könnte das selber ein bisschen auch, aber das ist ein wenig. Ja, wenn du da Scheiß baust, dann war der Mist. Und 7 Kubikmeter Beton selber mischen, darfst dich schon ganz schön blogen. Selbst wenn wir einen großen Zwangsmischer da oder kriegen, ohne Bulldog noch vom Bekannten, wird schon. Na, ich glaube, dann lasse ich mir einfach liefern, fertig. Weil, ob ich mit 7 Kubikmeter, wenn ich das selber ordere, viel günstiger komme, als wenn ich mal an das Zug komme, los von Kulmbach. Ich glaube, das spielt dann keine große Rolle mehr. Nö. Wie gesagt, in diesem Sinne, das erfordert dann, wie es weitergeht. An dieser Stelle sei dann jetzt gesagt, ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich hoffe, das Video wird jetzt demnächst bald kommen. Es kommt drauf, ob ich Zeit habe. Wir hören uns wieder. Bis die Tage. Servus, lau.